Wenn sich der Tag dem Ende neigt, ist im Burgufeln Badezeit. Allabendlich zieht Rita Schaub mit ihren Gänsen zum örtlichen Suderbach, damit ihr Geflügel sich an einer größeren Wasserstelle erquicken kann. Wenn sich die 52-Jährige mit ihrer Schar auf den Weg macht, sind ihr die Blicke der Passanten gewiss. Sieht man doch nicht alle Tage, dass Gänse wie einst durch den Ort getrieben werden. Ganz in der Art wie ehemals die Gänsehirten. Unterstützung bekommt die Burguffelnerin dabei von ihrer jungen Nachbarin, die wie viele andere großen Spaß am Badevergnügen der 10 Gänse hat. Auch einen passenden Namen hat die 7-Jährige schon für die 8 Pommern und 2 Hausgänse gefunden. Wir nennen die Schnatterclub. Außerdem weiß Klein Ida, worauf es noch ankommt. Man muss achten, dass keine Blümchen auf die Schuhe sind, weil die essen natürlich Blümchen. Dann kann es manchmal vorkommen, dass die dich dann in den Fuß zwicken. Da die sensiblen Tiere eigentlich Weidetiere sind, ist Baden im Bach kein Muss. Eine größere Wasserstelle auf ihrer Weide wäre für ihr Wohlbefinden ausreichend. Dennoch scheint der Club den abendlichen Ausflug zu genießen. Und sei es nur der köstlichen Wasserpflanzen wegen. So gern Rita Schaub ihre Gänse hat, so stand für sie von vornherein fest, dass sie zum Martinstag und Weihnachten geschlachtet werden. Gerade 7, 8 Monate alt werden sie dann sein. Bedenkt man, dass Gänse 20 bis teilweise sogar 30 Jahre alt werden können, ist das ein trauriger Fakt. Wenn auch nur ein recht kurzes, so doch immerhin ein recht schönes Leben haben die Burguffelner Gänse, die im Ort und darüber hinaus so etwas wie einen Promi-Status haben. Kommendes Frühjahr will Rita Schaub sich erneut Gösseln anschaffen. Dann sollen es übrigens doppelt so viele werden.